Irgendwann, so geht es mir jedenfalls, stellt man fest, sorry, aber ich habe da drin vielleicht die eine oder andere Waffe, die liegt mir nicht mehr so, ich benutze sie einfach nicht mehr wirklich so häufig oder gar nicht mehr. Und dann stelle ich mir die Frage, brauche ich das Ding eigentlich noch? In dem Fall sage ich für mich ganz ehrlich, ich bin mit keiner meiner Sportwaffen verheiratet, mit Ausnahme von einer. Und das ist meine erste, die CZ-75. Das heißt, ich habe kein Problem damit, mich von einzelnen Waffen bei mir auch zu trennen. Ist dies der Fall, dass man eine Waffe hat, die man vielleicht nicht mehr benötigt oder sportlich nicht mehr groß einsetzen kann, weil man vielleicht auch den Verband gewechselt hat und dieser Waffentyp in der Form nicht mehr zulässig ist oder laut Sportordnung nicht zugelassen ist, dann kommt man in den Punkt rein, dass man vielleicht eine Waffe verkaufen möchte. Der Verkauf hat aber nichts jetzt mit irgendwie verchecken, verscheuern oder wie auch immer zu tun, sondern wir sprechen hier über den legalen Verkauf eines Gegenstandes. Die Grundlage ist hier natürlich auch irgendwo auch eine vertragliche Grundlage. Es gibt nun unterschiedliche Optionen, eine Waffe zu verkaufen. Ich kann sie bei einem Neuerwerb zum Beispiel gucken, ob ich sie irgendwo in Zahlung geben kann, da wo ich die neue Waffe erwerbe. Ich kann sie über Online-Portale wie eGun vergleichbar verkaufen oder ich kann sie auch auf Kommission zu einem Händler geben. Egal in welcher Konstellation ich jetzt diese Waffe veräußern möchte, Grundlage für jeden Verkauf ist immer ein Vertrag. Dieser Vertrag sollte natürlich auch gewisse Grundinformationen beinhalten. Google ist hier tatsächlich der beste Freund und ich bediene Google in dem Moment sehr, sehr häufig. Und warum etwas neu erfinden, wenn es bereits etwas gibt, was man verwenden kann? Das bedeutet einfach mal Kaufvertrag Schusswaffen oder Kaufvertrag Waffen einfach mal eingeben in Google. Und ihr werdet fündig, da wird es Word-Dokumente, PDFs geben und so weiter, die ihr runterladen und verwenden könnt. Dort sind eigentlich alle grundlegenden Informationen, die für den Verkauf erforderlich sind, bereits drauf. Und ihr braucht eigentlich nur noch ausfüllen. Ist wie ein Kaufvertrag für ein Auto oder was auch immer. Es ist total einfach. Eine grundlegende Information, die immer drauf sein sollte, sind zum Beispiel natürlich die Verkäuferinformation, persönliche Daten und die Käuferinformation, persönliche Daten. Neben diesen Informationen natürlich auch die Information, auf welcher WBK steht die zu verkaufende Waffe. Das heißt, WBK-Nummer, ausstellende Behörde, Waffennummer etc. Und natürlich auch die Grundlage für den Erwerb des Käufers. Das heißt, es sollte auch die Information des Käufers damit draufstehen, welche WBK er denn hat. Nun ist es auch so, ihr müsst immer darauf achten, dass der Käufer auch tatsächlich erwerbsberechtigt ist. Ein ehrlicher Käufer wird nie im Leben ein Problem damit haben, seine WBK vorzuzeigen mit dem Voreintrag, der ihn ja zum Erwerb berechtigt. Das heißt, er war ja vorher auf der Behörde, hat sich ein Bedürfnis beschafft, war auf der Behörde und hat sich den Voreintrag machen lassen. Und er wird auch kein Problem damit haben, seinen Personalausweis vorzuzeigen oder Reisepass, um halt einfach seine Identität auch tatsächlich nachzuweisen. Das ist alles kein Problem. Nun habt ihr die Waffe erfolgreich verkauft, ihr habt euch auf den Preis geeinigt und. Dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig. Habt ihr jetzt zum Beispiel ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel, ein Revolver Kaliber 357 Magnum 38 Spezial verkauft. So, ihr habt auch keine weitere Waffe in diesem Kaliber auf der WBK stehen. Dann dürft ihr nach dem Verkauf auch keine dazugehörende Munition mehr besitzen. Ich spreche nicht über leere, abgeschossene Hülsen, sondern ich spreche tatsächlich über scharfe Munition. Das heißt, ihr müsst mit diesem Verkauf auch dafür sorgen, dass die gesamte Munition, die ihr für diese Waffe habt, mit verschwindet, also veräußert wird. Nicht verschwindet, nicht irgendwo hinschmeißen, sondern mitverkaufen oder halt vorher schon auf dem Schießstand verschießen oder wie auch immer. Ansonsten kann bei einer Waffenkontrolle zu Hause natürlich das ein oder andere Problem auftreten, weil ihr Munition habt, für die ihr keine Berechtigung habt. Also bitte darauf achten. Habt ihr die Waffe nun verkauft, ihr habt keine Munition mehr da, dann müsst ihr unbedingt darauf achten, ihr habt genau 2 Wochen Zeit, diese Waffe auszutragen. Der Käufer hat 2 Wochen Zeit, diese Waffe einzutragen. Sollte aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel die Behörde besteht nur aus 2 Personen, der eine ist im Urlaub, der andere ist krank, die Behörde ist nicht besetzt, dann meldet der Behörde den Verkauf schräger Kauf der Waffe schriftlich. Dann seid ihr zumindest mal aus dem Schneider. Tut ihr das nicht und ihr kommt massiv zu spät, unentschuldigt, dann kann das ordentlich Geld kosten und zwar Strafe. Deshalb merkt euch bitte und koordiniert das auch ein bisschen vielleicht. Das sollte eigentlich machbar sein, den Verkauf und die Überlassung so zu planen, dass ihr auf die Behörde könnt. Beruflich, nicht, dass ihr irgendwie eine Waffe verkauft und dann geht ihr
direkt in Urlaub, das wäre natürlich ein bisschen arg uncool, sondern plant es so, dass ihr den Weg auf die Behörde beschreiten könnt, die Waffe fristgerecht austragen könnt. Und dann seid ihr aus dem Schneider. Und das war es im Grunde genommen schon. Es ist kein Hexenwerk, eine Waffe zu verkaufen. Ja, ich weiß. Der eine oder andere sagt jetzt wieder, wie kann man nur eine Waffe verkaufen? Das ist nicht schwer. Wie gesagt, ich bin mit keiner meiner Waffen verheiratet. Ich reduziere momentan sogar meinen Bestand ein wenig. Weil ich auch durchaus feststelle, dass ich mit diversen Waffen, die ich habe, die ich früher vielleicht viel geschossen habe, heute so gut wie gar nicht oder gar nicht mehr schieße. Und dann macht es für mich auch keinen Sinn, diese Waffen groß zu behalten. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Es ist ein Gegenstand, nicht mehr und nicht weniger. Wie gesagt, ihr habt eine Waffe, die ihr verkaufen möchtet, findet einen Käufer, der berechtigt ist, lasst euch alle Erwerbsberechtigungen zeigen, stellt sicher, dass ihr die Personalien abgeglichen habt, setzt einen Vertrag auf, dafür gibt es Vorlagen aus dem Internet, die könnt ihr euch runterladen und um Gottes Willen, denkt bitte immer an die 2 Wochen Frist für den Austrag. Und dann seid ihr fein raus. In diesem Sinn, macht's gut.